Wann immer du einen Funktionsgraphen siehst, es ist ein hervorragendes Bild, ihn als Berg- und Talfahrt zu interpretieren. In dieser Betrachtungsweise muss dann ein Auto beispielsweise erst einen Berg erklimmen, bevor es anschließend wieder ins Tal fahren kann. Wenn du bei dieser Betrachtungsweise frontal auf das Bergmassiv blickst, dann entspricht dieses Bergauf und Bergab im Prinzip genau dem Monotonieverhalten der Funktion f. Monoton steigend bedeutet, die Tangente besitzt einen positiven Anstieg. Das Auto fährt bergauf und auf der anderen Seite bedeutet monoton fallend, dass die Tangente einen negativen Anstieg besitzt und das Auto den Berg hinunterfährt. Das erkennst du auch wunderbar an dem Graphen der zugehörigen Ableitungsfunktion f'. In einem Intervall, in dem die Funktion f monoton steigt, liegt der Graph der Ableitungsfunktion oberhalb der x-Achse. F' von x ist größer als 0. In den Intervallen, in denen die Funktion f jedoch monoton fällt, liegt der Graph der Ableitungsfunktion unterhalb der x-Achse. F' von x ist kleiner als 0. Dieser einfache Zusammenhang wird als Monotoniekriterium bezeichnet und er verknüpft in sehr anschaulicher Weise das Monotonieverhalten von f mit dessen Ableitung f'. Es muss dabei aber nicht unbedingt immer über eine Bergkuppe gehen. Das Monotoniekriterium gilt beispielsweise auch in diesem hier. Im Flachland geht es nur langsam bergauf. Der Anstieg ist zwar positiv, aber sehr, sehr gering. F' liegt trotzdem oberhalb der x-Achse. Auf dem Weg hoch zum Plateau wird der Anstieg plötzlich größer, erreicht ein Maximum und wird dann auf dem Plateau wieder sehr, sehr gering. F' liegt aber weiterhin oberhalb der x-Achse, da der Anstieg durchweg positiv ist. Die Frage in diesem Video ist nun die folgende. Wenn die Monotonie mithilfe der ersten Ableitung so wunderbar bildlich dargestellt werden kann, gibt es dann eine weitere Eigenschaft der Funktion f, die mithilfe der zweiten Ableitung veranschaulicht werden kann? Gibt es also zu f2' von x ist größer oder kleiner als 0 eine ähnliche Sichtweise mit einer geometrischen Bedeutung? Glücklicherweise ja. Du musst dazu allerdings deinen Blickwinkel auf den Graphen ändern. Statt frontal auf das Bergmassiv zu gucken, betrachte den Graphen aus der Vogelperspektive. Der Graph wird damit zu einer Straße, die beispielsweise einem Hindernis, hier bei uns soll das der See sein, diesem Hindernis ausweichen muss. Das hat dann natürlich nichts mehr mit Bergen und Tälern zu tun, sondern vielmehr mit Links- und Rechtskurven. Setze dich also gedanklich ans Steuer, Hände ans Lenkrad und los geht die Fahrt. Am Anfang musst du das Lenkrad kaum einschlagen, da die Straße fast geradlinig verläuft. Das ändert sich aber, je dichter du dem See kommst. Plötzlich heißt es stark nach links lenken und damit du die Rechtskurve nicht verpasst, genauso stark plötzlich wieder nach rechts lenken. Am Ende wird es dann aber zum Glück wieder ein bisschen entspannter, da es fast wieder nur geradeaus verläuft. Aus der Vogelperspektive heraus kannst du den Graphen also in eine Links- und in eine Rechtskurve unterteilen. Mathematiker sprechen nicht von diesen Kurven, sondern eher vom Krümmungsverhalten der Funktion f. Zurück zum ersten Beispiel. Hier müsstest du zunächst die Rechtskurve bewältigen, also das Lenkrad kräftig nach rechts einschlagen. Im mittleren Teil geht es dann fast geradeaus. Du musst aber ab einem bestimmten Punkt wieder in die Linkskurve einbiegen und verbleibst dann auch innerhalb dieser Linkskurve. Wie gesagt, Mathematiker sprechen hier nicht von der Kurvenart. Sie bezeichnen das eher als eine Rechts- oder als eine Linkskrümmung. Was hat diese Krümmung aus der Vogelperspektive nun aber mit der zweiten Ableitung f2' von x zu tun? Wann ist die größer oder kleiner als 0? Wie formuliert man eine Bedingung für diese Rechts- und Linkskrümmung? Das Geheimnis liegt erneut im Monotoniekriterium, das du aber nicht auf f, sondern auf die Ableitung f' anwendest. Also,
In den Bereichen, in denen F' monoton fällt, liegt der Graph der Ableitung, das ist F2', unterhalb der x-Achse. Und in den Bereichen, in denen F' monoton steigt, liegt der Graph von F2' oberhalb der x-Achse. Und jetzt müssen wir die ganzen Puzzleteile einfach nur noch zusammenfügen. Eine Rechtskrümmung einer Funktion f liegt also genau dann vor, wenn der Anstieg von f kleiner wird. F' ist demnach monoton fallend und dessen Ableitung F2' liegt nach dem Monotoniekriterium unterhalb der x-Achse. Bei einer Linkskrümmung hingegen wird der Anstieg von f immer größer. F' ist also monoton steigend, was für die zweite Ableitung bedeutet, dass sie oberhalb der x-Achse liegt. Die Bezeichnung Krümmungskriterium verkörpert genau das, was es aussagt. Mit ihm wird das Krümmungsverhalten einer Funktion an einer Stelle in anschaulicher Weise über den Wert der zweiten Ableitung bestimmt. Aber wie du hoffentlich gesehen hast, ist es im Prinzip nur eine Anwendung des Monotoniekriteriums auf die erste Ableitung.